Brüder und Schwestern da unten helfen, durch sie vielleicht. Ich habe eine Frage an Nein, dich. warte, bevor deine Frage mal kurz, bitte. Du nimmst nicht mal den Fakt an, dass Juden eine Ethnie sind. Das ist doch komplett. Und Wie warte mal möchtest du eine kurz, warte mal kurz, Familie bitte, 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 Guck mal, bitte, wenn du bitte. Ich will nicht nur eine ehrlich, Sache doch erreichen. nur, Du hast weil Familie euer da unten, ne? Ursprung, guck mal, Guck mal, nur warte weil mal, euer Ursprung, lass ihn doch nein, ausreden. bitte, 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 lass mich mal, bitte, das bringt gar nicht, ob sie Okay, jetzt da ursprünglich kommt oder ich lass da, mich scheiß das auch. drauf. Nee, aber es Nein, genau, warte es mal, beantwortet doch die bitte, Frage. bitte, bitte, warte Ich mal weiß kurz. nicht, dein Name, Libanon, Habibi, du musst hier einschreiten, Bruder, damit sonst versteht doch gar keiner hier diese Sätze von dir, Libanon, Habibi. Und zwar, sie sagt doch, sie hat Familie da unten. Denken die alle, ja. da, denkt deine Familie auch so wie du, dass wir einfach in Frieden leben können miteinander? Nein, Weil, falls ja, bin jetzt ich über den bereit, Frieden zu bin ich reden, wäre ganz bereit, schwierig. bin ich bereit, dir zu helfen da unten, ne? Wir können da reingehen. Ne? Machen wir eine friedliche Demo bei euch, obwohl es auf jeden Fall, wir werden zusammengeschlagen von deiner Regierung da unten, weiß ich 100%. Kommt Dass wir ehrlich mal Frieden da unten machen. Dass wir ehrlich, weil eure Religion ist komplett rechts. Die laufen in der Straße darum und sagen, tötet die Araber. Das habe ich selber gesehen. Und ich gehe gerne in Aqsa beten. Wir dürfen da reingehen. Und weil ich will dir nicht sagen, wie viel wir durchsucht werden, wie viel, sogar die fragen mich, wie ich deutsch geworden bin. Ne? Ehrlich. Kontrollen sind dort sehr streng. Ich Aber sag wo dir, genau habe ich gesagt, ich will ein Ziel erreichen, dass wir endlich aufhören. Die Kinder und die Frauen leiden da unten. Ja, das Und will ich ich doch sag dir auch. auch, Das, dagegen sagt doch keiner etwas. Aber Ich bin dann komplett meiner Meinung. aufhören, irgendjemandem zu sagen, ihr habt kein Recht, da zu leben. Beide Ja. dürfen. Guck mal, ich habe dich die ganze Zeit zugehört, wie du mit anderen. Du willst gerne provozieren. Mich kannst du nicht provozieren. Will ich dir erstmal. Ich geb dir keine Plattform. Bei mir geht es. Du kannst mich nicht Wobei provozieren. habe ich denn gerade provoziert? Ich habe gesagt, es Du gehört hast beiden. das ganze Thema eben gerade auf Gewalt gegen Juden in Deutschland. Meine Ja, Mutter weil ist gesagt vor ein paar wurde, Tagen in Berlin-Spandau dass man nichts gegen rumgelaufen. Juden hätte. Sie hat Kopftuch an, da wurde sie auch als scheiß Araberin genannt. Da hat sie auch nicht, weißt du, sie ist einfach weitergelaufen. Ja, du checkst es nicht, weil du kein Jude Doch, bist. Du weißt nicht, wie es in einer jüdischen guck mal, Haut ist. guck mal, ich hab, jeder darf sein, wie er will. Und jeder muss stolz auf seine Nationalität sein, ja. Gott sei Dank, Alhamdulillah, sage ich auch, bin ich erstmal Moslem, Araber und Benny Harb. Merk dir die Nachnamen, weil ich bin stolz auf meinen Nachnamen. Du kannst gern Jude sein und ich bin glücklich, dass du auch Jude bist, ne? Sollst auch so sein. Jeder soll sein, wie er will. Aber ich kann nichts dafür. Ich kann halt nichts dafür. Bin nicht die Regierung in Deutschland, um dich zu beschützen. Aber ich kann eine Sache machen da unten. Vielleicht können wir zusammen leben in Frieden. Weil das hat mal geklappt früher. Das hat geklappt. Und ich hoffe, das klappt eines Tages mal wieder. Das hat geklappt. Wenn ihr euch die Geschichte ein bisschen anguckt, konnten Araber und Juden zusammenleben früher. Das stimmt. Das wollen sie ja auch. Haben Das sich will viele ich auch, weil Leute ehrlich gesagt, ich habe keinen alle Bock mehr, dass die gemeldet Kinder haben. sterben. Nach der Staatsgründung 1948, wisst ihr eigentlich, die ersten Juden, die nach Israel gekommen sind, waren ja natürlich Holocaust-Überlebende aus Europa. Wisst ihr aber, wer Genau. dann nach Israel gekommen ist? Und diese Geschichte kennen wahrscheinlich auch viele nicht. Als gerade Israel gegründet wurde, in den ersten Jahren, gab es so heftige Massaker in arabischen Ländern gegen Juden. Von den 50ern bis zu den 70ern wurden Juden massenhaft abgeschlachtet. Ihre Familien wurden umgebracht, ihre Kinder wurden umgebracht. Und diese Juden aus diesen arabischen Ländern, die eigentlich voll gut mit Arabern zurecht immer gekommen sind und Freunde waren und in diesen arabischen Ländern auch gerne weitergeblieben wären, hatten keine andere Wahl, außer nach Israel zu gehen, weil diese Menschen sie tot wollten. Sie wollten nicht mit denen mehr zusammenleben, weil sie alle Zionisten genannt haben, Ja. obwohl die Juden damals nicht einmal nach Israel gehen wollten. Die wurden gezwungen und so sind sie nach Israel gekommen. Das waren auch die ersten mizrahischen Juden. Mizrahische Juden sind arabische Juden. Und das ist die Geschichte. Ich meine, was möchtet ihr dazu sagen? Möchtet ihr sagen, dass es nicht passiert ist? Ja, Oder? bei Salah Eddin, wo er die Dings erobert hat, wieder Palästina, haben wir auch zusammengelebt. 300, ich weiß jetzt nicht, wie viele Jahre wir zusammengelebt haben, in Frieden, bis die Engländer kamen. Aber Palästina ist ein Wenn anderes Juden doch so Thema. toll behandelt Also wurden von Araber, warum wollten die dann nach, also warum sind die dann nach Israel gegangen? Das war ein Bitte? Plan, ein Masterplan. Das war Chaya ein Jordan, Chaya Jordan. Masterplan. Immer Plan. Lausamacht, Ja, Lausamacht, ganz kurz. warte. Ich kann das nicht lesen, das ist Hebräisch da unten, aber Russian Jewish. Erstens,
die Geschichte, dass die Juden nach der Staatsgründung vom Zionistenstaat Israel, dass die Juden, also in den ersten Jahren, wo Israel gegründet wurde, die Juden dann in arabischen Ländern massakriert worden sind, ist mal gelogen. Ich sage nicht, dass das auch komplett falsch ist. Ich sage dir warum. Ich sage dir nicht, dass das komplett falsch ist. Aber das war gerade übertrieben, dass du sagst, sie wurden massakriert und so, obwohl sie gerne in diesen arabischen Ländern geblieben wären. Und ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Na, bitte, lass mich kurz ausreden. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Die Juden aus Italien und Spanien wurden im 15. Jahrhundert von den Spaniern vertrieben. Wohin? Nach Nordafrika, Marokko, Tunesien und Ägypten. Da haben sie sich verteilt. Ja, das stimmt. Im Zweiten Weltkrieg wieder dasselbe. Und Tunesien hat den Juden, als die Juden im Zweiten Weltkrieg geflüchtet sind nach Nordafrika. Und du musst dir vorstellen, das Deutsche Reich damals, das Nazireich, ist sogar in Nordafrika danach eingedrungen, um die Juden, sogar die jetzt in Nordafrika geflüchtet sind und wir Araber sie aufgenommen haben, wollten dann die Deutschen diese Juden da umbringen. Wir haben sie beschützt und wir haben denen sogar eine eigene Insel im Süden von Tunesien gegeben. Die Insel heißt Djerba. Da leben mehr Juden als Araber und Muslime gemeinsam. Ja. Weil wir ihnen diese Insel damals zur Verfügung gegeben haben. Und immer noch leben dort extrem viele Juden. Die Mehrheit dieser Juden ist aber dann zurück nach Israel gegangen, nachdem der Staat Israel gegründet worden ist. Nicht, weil sie von dort vertrieben worden sind, weil sie sich gedacht haben, okay, jetzt haben wir unser eigenes Land, wir können jetzt dorthin gehen. In Djerba haben damals, das war glaube ich 1950, haben 110.000 Juden gelebt. Heutzutage leben dort 5.000 Juden. Nicht, weil die Juden dort massakriert worden sind von uns Arabern, sondern weil sie zurück nach Israel freiwillig gegangen sind, weil sie sich dachten, wir haben endlich unser eigenes Land. Obwohl sie es immer noch nicht haben. Entschuldigung, hi, hallo. Wenn ich etwas sagen darf, sind 800.000 Juden von arabischen Ländern vertrieben worden. Und wenn du sagst, dass das stimmt, es gibt genug Quelle, die man aussuchen kann und diese Informationen kontrollieren kann. Schauen wir mal vielleicht, ob du sowas findest. Ich suche gerade jetzt mal, weil Fakten werden hier anscheinend nicht erkannt. Genau, das stimmt nicht ganz. Hier werden Fakten anerkannt. Nur ich habe gesagt, das ist übertrieben, wenn du sagst, dass in den ersten 800.000 Juden der Gründung 800. Des Staates. Lass mich kurz nachdenken. Okay, möchte hier jemand wirklich faktenbasiertes wissen? Weil ich habe hier gerade einen sehr guten Artikel und ihr könnt einfach mal ganz kurz zuhören. Nochmal, Russian, mir ging es nur darum. Ich habe nicht gesagt, dass du komplett gelogen hast, indem du sagst, aber jetzt, wo sie auspacken will, willst du es nicht hören. Aber ganz kurz, Ich möchte dir noch kurz, also du meintest ja, das ist alles gelogen. Hier nicht steht. Nein, nicht alles. Naja, Ich habe gesagt, du hast übertrieben mit dem Massakrieren. Ich wollte doch ganz kurz einfach nur das erklären. Das wollte ich schon seit sehr, sehr langer Zeit erklären. Ich bin nie dazu gekommen. Hier steht, so sind von den über 250.000 marokkanischen Juden nur etwa 2.000 im Land geblieben. In Tunesien lebten 100.000 Juden, heute sind es etwa 1.500. In Ägypten lebten im Jahr 1948 75.000 Juden und im Irak ganze 135.000 Juden. Heute sind es jeweils weniger als 20 Personen, 20 einzelne Juden. Im Jemen waren es 60.000. Heute wird die Zahl auf 50 geschätzt und, jetzt hier auch mein Freund, kommt von da, die syrische jüdische Gemeinde ist von 30.000 auf weniger als 15 geschrumpft. Mhm. Ich werde jetzt nicht die ganzen anderen Länder mit einbeziehen. Kein Problem. Aber wo steht jetzt hier drinnen, wo stand jetzt in diesem Artikel hier drinnen, dass diese Juden, dessen Zahl so sehr gesunken ist, dass sie von den Arabern massakriert worden sind? Genau. Entschuldigung, warum probierst du nicht selber die Frage zu stellen und die Informationen zu suchen? Weil das ist immer ein Spiel. Deswegen, Bella, schau, wir reden über Geschichte. Wenn man einen Fakt bringt, Fakt in Anführungszeichen, da muss man erstmal belegen können, dass es ein Fakt ist. Sie hat gesagt, die Juden wurden massakriert in arabischen Ländern. Ich habe sie gebeten, bring mir eine Quelle oder einen Artikel, wo, ganz kurz. Ich habe gesagt, bring mir eine Quelle, wo steht, dass die Juden massakriert worden sind. Ich habe extra erwähnt, in meinem Heimatland Tunesien gab es 100.000 Juden alleine auf der Insel Djerba. Jetzt leben dort nur noch 1.500, habe ich ebenfalls erwähnt, das hast du jetzt wieder gesagt. Nur meine Frage ist, also bring mir eine Quelle, wo steht, dass die Anzahl der Juden so sehr gesunken ist, weil sie von Arabern massakriert worden sind. Ja, möchtest du es hören? Ich bin hier gerade dabei. Der Antisemitismus in den arabischen und islamischen Ländern war nicht das Resultat des Nahostkonflikts und für die arabisch-islamische Verachtung von Juden bedurfte es nicht erst nach israelischen Staatsgründung. Die Etablierung des jüdischen Staates 1948 fungierte vielmehr als Treibsatz
für die Transformation dieser traditionellen Verachtung der jüdischen Dhimmis in eine Feindschaft auf die sich selbst zur Souveränität ermächtigten Schutzbefohlenen. Mit Blick auf den Konflikt Israels mit seinen arabischen Nachbarn dürfen als zentrale Ursachen daher die antijüdischen Traditionen in den arabischen und islamischen Welt und der daraus hervorgegangene arabische und islamische Antisemitismus nicht außer Acht gelassen werden. Spätestens mit den Ereignissen des Zweiten Weltkrieges war großen Teil der arabischen Juden klar, dass es keinen nennenswerten Unterschied machte, ob sie sich für oder gegen den Zionismus aussprachen. Die islamisch geprägte Mehrheitsbevölkerung in den arabischen Staaten hat sich in ihrem Verhalten gegenüber der jüdischen Minderheit in ihren Gesellschaften kaum daran orientiert, wie sie der Gründung eines jüdischen Staates gegenüberstanden. Kurz übersetzt, ich weiß nicht, ob jetzt alle mitgekommen sind, hierbei geht es darum, dass es komplett egal war, ob Juden in den arabischen Ländern für oder gegen den Zionismus waren, für oder gegen Israel ausgesprochen haben, sondern es, wie gesagt, es war denen egal. Also der Antisemitismus erfolgte so oder so. Das war ethnische Säuberung. Ganz aber einfach eine ethnische Säuberung. Hier, du wolltest hier über das Massaker lesen, hier steht es. Am Ende teilten sie alle ein ähnliches Schicksal und entschieden sich zur Emigration oder Flucht aus ihren Geburtsländern. Hier geht es um die wenigen Ausnahmen. Und was hält das jetzt gegen was gerade... Aber ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Wenn der Bruder Libanon hieß, bitte mach ich mich kurz größer, ich blende euch mal ein Video ein. Ja, jemand hat mich gemeldet. Ja, warte ganz kurz. Hier steht auch, jemand hat dich gemeldet. Aus arabischen Ländern geflohen und vertriebenen Juden sind nach Israel gekommen, leider. Steht hier auch in dieser Quelle. Und die Geschichte von Flucht und Vertreibung der Juden aus der arabischen Welt ist zugleich die Geschichte einer bemerkenswerten Integrationsleistung. Also ich glaube, es ist klar, dass es hier um eine Masseneinwanderung geht und weswegen auch Menschen geflohen sind. Man kann auch in Google Vertreibung Juden arabische Länder und mit diesen drei Worten man findet genug Quelle. Man findet genug Quelle und ich denke ich mal, wir sollten das Thema nicht emotionell angehen, aber nur faktisch und historisch. Darf ich dazu was sagen? Ja, bitte, sorry. Und zwar würde ich gerne dazu was erzählen von meiner eigenen Heimat. Wir haben ja selber vor der Islamischen Revolution im Iran eine große jüdische Community im Iran gehabt. Und die sind dann automatisch, wo diese Islamische Revolution kam, die meisten, ich sage ja, 5.000 bis 6.000 jüdische Iraner gibt es immer noch im Iran und denen passiert auch nichts. Aber weil sie Angst hatten, die davor, diese Zehntausenden oder Hunderttausenden, wie viele es auch sein wollten, ich weiß es nicht mehr genau, die sind aus Angst selber ausgewandert, weil sie nicht wussten, was genau passiert. Aber das bedeutet nicht, dass was mit denen passiert ist, was die 5.000 bis 6.000 Juden, die im Iran noch leben, auch beweisen. Also kann sowas auch nicht immer bedeuten, was du gerade, Daniela, vorgelesen hast, dass das mit Gewalt zusammenhängt. Es könnte auch die Angst an sich selbst sein, dass die Juden ausgewandert sind, auch aus den arabischen anderen Ländern. Ja, aber psychologisch betrachten, wo kommt das Angst? Das Angst kommt von Gewalt. Ganz jemand ehrlich? Steht nicht einfach, oder? Er muss eine Gewalt davor gewesen sein, dass die Leute Angst gehabt haben. Nein, es gab keine Gewalt. Es gab Angst, Angst ist nicht immer von Gewalt abhängig. Du kannst auch Angst vor einem Test haben bei einer Schule. Angst hat nicht nur was mit Gewalt zu tun. Naja, da, jetzt, man kann die 100.000 verschiedene Angstzustände besprechen. Bruder, zeig dein Video, Allah. Ja, zuerst schauen wir uns mal dieses Video an. مع كيان شرد شعبا كامل لمدة أكثر من قرن لا يتعامل معه خائن ويجب أن يحاكم بتهمة الخيانة العظمى. So. In dem Video geht's darum, ganz kurz, es geht nur darum, dass der Präsident Kais Saied zum Beispiel jetzt von Tunesien darüber gesprochen hat, einen Pakt mit Israel anzugehen, also diplomatische Freundschaft etc. zu gründen, wie alle anderen Staaten gemacht haben, zum Beispiel Marokko oder Bahrain es gemacht haben mit Israel. Er hat gesagt, das wäre Verrat gegenüber das palästinensische Volk. Warum? Dann wurde er noch daraufhin gefragt, aber dann ist es so eher eine Art von, dass man Antisemit ist, dass du gegen die Juden bist etc. etc. Ist er darauf eingegangen? Was hat er gesagt? Er hat gesagt, nein.
Ich tue mit einem zionistischen Staat Israel nicht kooperieren. Was aber die Juden angeht, die Juden haben wir schon damals, als die Spanier und die Italiener sie vertrieben haben, haben wir sie aufgenommen. Im Zweiten Weltkrieg haben wir sie aufgenommen, haben ihnen Schutz gegeben, Essen gegeben und wir haben sie begrüßt. Wann sind sie von uns gegangen? Nachdem der Staat Israel gegründet worden sind. Der Staat wurde gegründet, ein zionistischer Staat Israel wurde gegründet, ein Staat nur für die Juden. Dann haben die Juden sich gedacht, okay, wir haben jetzt unser eigenes Land, unser Staat, da können wir in Frieden leben. Wir leben jetzt nicht mehr unter dem Schutz der Araber, wir müssen jetzt auch nicht unter dem Schutz von vielleicht Frankreich oder USA oder sonst irgendetwas leben, unter dem Schutz der Alliierten. Nein, wir haben jetzt unser eigenes Staat, da gehen wir hin. Die Zahl von 100.000 Juden auf 1.500 Juden in Tunesien zum Beispiel, die gesunken ist, ist nicht gesunken, weil Juden massakriert worden sind, sondern weil die ganzen Juden dort nach Israel, nach ihrer Heimat, quasi Heimat in Anführungszeichen, zurückgekehrt sind. Und trotzdem kommen diese Juden fast jedes Jahr zurück nach Tunesien, weil dort eine der ältesten Synagogen sind, wo sie pilgern müssen laut ihrer Religion. Und sie pilgern dorthin und dürfen auch pilgern ohne irgendwelche Probleme. Die werden weder angegriffen, noch bespuckt, noch sonst irgendetwas. Aber reden wir nicht wenn wir aber sehen, ganz kurz, ganz kurz. Aber wenn wir sehen, wenn Muslime zu Al-Aqsa gehen, ganz kurz, Chaya Jordan, los, macht ganz kurz. Wenn wir aber sehen, eine Sache gut gesagt. Ich will das nur sagen, dann bleibe ich ruhig. Achso, Entschuldigung. Die kommen auch zu uns auf unserer Seite von Jordanien, ne? Und besuchen das Tote Meer und besuchen Petra, Wadi Ram und die besuchen halt die Sehenswürdigkeiten bei uns in Jordanien, die Wüste und keiner sagt was. Keiner tut ihnen was. Genau, weil wir Bro. Einfach nur miteinander friedlich leben wollen. Genau, das ist das, worauf ich hinausgehen will. Aber wenn zum Beispiel jetzt ein Muslim, ich als Tuneser, als ich in Al-Aqsa war, mir, die wollten gefühlt, dass ich ohne Unterhose jetzt wieder in Al-Aqsa gehe und wieder rauskomme. Alle möglichen Checks haben sie gemacht, haben gefragt, woher kommst du, deine Familie, dein Vater, dein Opa, dein Uropa, den ich nicht mal kenne, etc. Fragen mich tausende Sachen, wie bist du Österreicher, wie bist du das, wie bist du das. Dann erst durfte ich Al-Aqsa betreten, das hat aber schon vorher hier einer gesagt. Selbst Christen, und ich rede nicht nur von Muslimen, ich will jetzt hier keine Opferrolle spielen, selbst Christen, Nonnen, die dort zum Beispiel am Stone of Resurrection heißt das, ein Stein, wo Jesus Leiche mal gelegen ist, laut den Christen, sie wollen diesen Stein in Jerusalem besuchen gehen, da werden sie von den Juden dort bespuckt. Bespuckt. Nonnen, du siehst selbst Nonnen und Priester dort herumspazieren, die werden dort angespuckt und beleidigt bis aufs Tiefste. Mhm. Wo steht das? Wo steht das? Wir schauen uns jetzt das nächste Video an. Einmal bitte mir durchfolgen. Ich notiere mir kurz ein paar Daten, weil es jemand sehr interessiert hat, ob es wirklich Massaker gab. Ich habe hier eine sehr interessante Quelle und ich möchte gleich, also nur mit, wie gesagt, mit wirklich Faktenwissen an dieses Thema rangehen. Wie gesagt, das war ja so ein Thema, ob es wirklich Massaker gab oder ob es nur Angst war. Wir können ja mal anfangen in Marokko am 17. April 1912. Fand in Marokko, wo heute noch mehrere tausend Juden leben, das erste Massaker an Juden im 20. Jahrhundert statt. Das war am 17. April 1912 in Fez. Dann am 3. August 1934 schimpft in der algerischen Stadt Konstantin ein jüdischer Schneider in betrunkenem Zustand auf die Muslime und äußerte sich beleidigend. Das Ergebnis? Pogrome gegen die ortsansässigen Juden, bei denen 25 Juden getötet und 38 verletzt wurde. So, im Juni 1941 gegen die Juden Bagdads aus. Rund 200 Juden wurden von ihren arabischen Nachbarn ermordet und Tausende verletzt. 1917 in, was ist das hier? Ich bin auch gerade hier erst am Lesen, also 4 Jahre später, am Jahrestag der Balfour-Deklaration von 1917, ließ eine große Zahl von Arabern ihre Frustration über die Niederlage Nazi-Deutschlands aus, indem sie in mehreren arabischen Ländern Pogrome begingen. In Ägypten wurden bei Randalen der Muslimbruderschaft gegen die Deklaration 10 Juden ermordet und um die 350 verletzt. In Libyen wurden rund 140 Juden ermordet, Synagogen niedergebrannt und Häuser geplündert. Wenn du so machen möchtest, dann können wir auch hier die Attentate auf die palästinensische Bevölkerung nehmen. Nicht nur das. Aber Schwester, ganz kurz. Erstens, Russian Jewish. Ja. Ich bitte dich mal, nicht nur jetzt irgendetwas drüber zu lesen, sondern auch wirklich nennen, wo die Quelle steht. Gerne. Ich kann die Quelle gerne auch hier reinposten, wenn ihr das wollt. Das ist aber alles sogar vor den 50ern passiert. Ich bin auch selber drauf gestoßen. Das wusste ich selber nicht einmal.
Für den 15er gibt es aber auch genug Quellen. Ganz kurz. Wenn du mir etwas erzählst, dass zum Beispiel 1917 oder 1918 in Bagdad so und so viele Juden getötet worden sind und keine Ahnung was, möchte ich wissen, wer hat das damals berichtet in 1917 und wer hat das heute wieder erläutert, dass das passiert ist? Also du denkst, weil das damals war, konnte Menschen das nicht... Nein, es geht mir nicht darum. Ein historischer Fakt, ganz kurz, so ein historischer Fakt wird dokumentiert. Nicht nur mündlich weitererzählt, sondern auch dokumentiert. Wenn jetzt ein Massaker gegen die Juden in den arabischen Ländern stattgefunden hätte, dann hätte man das dokumentiert. Deswegen bitte ich dich darum, das, was dokumentiert worden ist, hier zu zeigen und zu berichten und nicht einfach von irgendeiner Webseite, die jetzt sagt, ja, und wieder das und das und das ist passiert und das haben die Araber gemacht. In den jüdischen Communities ist es ein sehr weit verbreiteter Fakt. Ich dachte eigentlich, ehrlich gesagt, dass das auch Menschen wissen außerhalb der jüdischen Communities. Aber ich kann gerne den Link hier reinposten, wenn ich das überhaupt darf. Darf ich hier Links posten? Ich glaube, ich kann das gar nicht machen. Die Website heißt auf jeden Fall audiatur-online.ch. Okay. Du sagst also, in der jüdischen Community ist es ein weit verbreiteter Fakt. Ja, das wissen sehr viele Juden. Wie gesagt, würde mein Freund Deutschland, ich will ihn auch gerne hier einbeziehen. Er ist selber, wie gesagt, syrischer Jude. Seine Mutter wurde aus Syrien rausgeschmissen und musste selber Zuflucht in Amerika suchen. Hat doch gar keiner, dass es Konflikte zwischen Araber und Juden mit Toten auf beiden Seiten gab. Aber wenn du das jetzt irgendwie hier jetzt von Google ablesen willst, dann kann ich dir auch gerne... hier die arabischen Nachrichtensender öffnen und dann kann ich dir die von Israel begangenen Attentate auf libanesische, palästinensische und was weiß ich alles. Und das wird das andere überwiegen. Ne? Also damit kann man eben halt auch nicht argumentieren. Guck mal, es ist doch bekannt, dass es Konflikte zwischen Araber und Israelis gibt. Ne? Und dass es Tote auf beiden Seiten gibt. Jetzt willst du mir aus irgendeiner Website irgendwelche und Fakten vorlesen, ja gut, wie viele Palästinenser habt ihr in den letzten Jahren ermordet? Also, da brauche ich auch keine Website für, das habe ich gefühlt, das habe ich gesehen. Die Menschen können einem nur leid tun. Syrischer Krieg habt ihr auch schön Feuer gelegt, hat auch keinem was ausgemacht. Also du brauchst jetzt nicht mit Gewalt rechtfertigt Gewalt, damit brauchst du gar nicht zu argumentieren. Es geht einfach um die Menschlichkeit, wie das palästinensische Volk unter der Autorität der Israelis, die dann auch wirklich irgendwie mehr Einfluss auf das Land und auf das Geschehen in diesem Ort hatten, wie sie die Palästinenser unter deren Macht behandelt haben. Und das war einfach unmenschlich. Ja, und darum geht es hier. Hier hat eine Person eben eine Aussage getätigt, dass Juden immer gut behandelt wurden und gut aufgenommen wurden. Und darauf hat sie eine Antwort gegeben. Warum dürft ihr Sachen behaupten, aber man darf mit Fakten... Nein. Erstens, aber wenn du uns Worte in den Mund legst. Nein, du legst uns gerade Worte in den Mund. Antisemitismus vorwerfen und das stimmt gar nicht. Ne? Also die Juden wurden... sehr viel unfair behandelt, also Zweiter Weltkrieg, das war unmenschlich, was diesen Menschen angetan wurde. Ich habe mir auch die komplette Geschichte angeguckt und ich habe um diese jüdische Frau auch Tränen vergossen. Ne? Jetzt mir so Antisemitismus aufgrund meiner arabischen Herkunft vorzuwerfen, ist einfach falsch. Und das kann man auch nicht pauschalisieren. Du kannst nicht behaupten, alle Araber hassen Juden. Das habe ich doch gar nicht gesagt. Lüge, Anuschka. Das habe ich doch gar nicht gesagt. Anuschka versucht es die ganze Zeit zu provozieren. Ja, es ist antisemitisch. Das habe ich ja auch die ganze Zeit gesagt. Darum, bei die israelische Politik mit diesem aber du sagst doch, dass ich was denn genannt habe. Der Grund, warum ich gerade diese Quellen genannt habe, ist der, weil mir gerade eine Person eine Frage gestellt hat, woher ich denn die Information habe, dass im Nahen Osten Juden umgebracht wurden und dass sie anscheinend geflohen wären aus Angst und nicht, weil sie umgebracht wurden. Ich habe lediglich die Frage beantwortet und ich weiß jetzt nicht, seit wann Quellen aus dem Internet nicht mehr als Quellen angesehen werden. Wir können auch gerne Geschichtsbücher rausholen, von denen habe ich auch genug. Es geht aber nicht darum, dass Palästinenser... Ich kann dir auch Gräber zeigen, nicht nur genug, ich kann dir auch Gräber zeigen mit Datum. Selbst mein Opa ist im letzten Krieg, also der Bruder von mein Opa ist in Palästina gestorben, wo die jordanische Armee da drinne war. Also ich kann dir auch gerne zeigen, die Gräber, und ich kann dir auch nicht nur Fakten zeigen, auch Fotos. Wenn du drauf ankommst, Beweise zu sammeln, da kann ich dir auch Beweise zeigen. Also ich will aber... Ja, erstens das.
Erstens das. Also, du sagst halt, du willst nur. Mädchen, ich argumentiere mit Fakten, also Libanesin. Ich argumentiere mit Fakten. Wenn du nicht in der Lage bist, da mitzuhalten, dann tut es mir für dich leicht. Vielleicht solltest du dich ein bisschen weiterbilden. Ja, erstens das. Zweitens, vorher hat Russian, also jüdische Ghostin, ja, ich kenne den Namen nicht, wer heißt du? Die hat auch einen Namen. Ja, ja, ich frage gerade nach den Namen, deswegen. Daniela heißt sie. Achso, Daniela, okay. Daniela, du hast ja vorher erwähnt, dass die Zahl der Juden in arabischen Ländern gesunken ist mit den Jahren. Jetzt gerade habe ich dir extra noch einen Artikel rausgeholt, warum zum Beispiel in Tunesien die Zahl von 100.000 Juden in Tunesien auf 1.800 gesunken ist, Stand 2023. Das liegt daran, dass, also Bruder, kannst du mich nochmal groß machen, Libanon? Kann ich es gar nicht lesen. Okay, wenn er nicht hier ist, dann egal, ich lese es dir vor. Auf jeden Fall eine Webseite. Ja. Ah, da. Kein anderes Land in Nordafrika war so stark von der deutschen Besatzung betroffen wie Tunesien, der zwischen November 1942 und Mai 1943 besetzt war. Das sagt hier ein Professor aus einer Universität. Das heißt, die Juden, die in Tunesien massakriert worden sind, wurden nicht von den Arabern massakriert, sondern von den Deutschen. Und das ist auch eine vergessene Tragödie der tunesischen Juden. Weil die Juden in Tunesien leben nicht erst seit 500 Jahren oder so in Tunesien. Die Juden leben in Tunesien seit über 2000 Jahren. Ja. Das über 2000 Jahre. Das heißt, das ist sogar das sind einheimische Juden. Die haben da schon seit Anfang an der Zeit hier gelebt, bevor sie überhaupt in Israel gelebt haben. Oder in Palästina. Nach Judäa haben sie da wahrscheinlich gelebt, weil sie vertrieben wurden und dann in den arabischen Ländern Zugriff gesucht haben. Nicht vertrieben. Die Juden vor 2300 Jahren kamen schon mit den Phöniziern aus dem Libanon nach Tunesien, Nordafrika. Die Juden wurden vor 2000 Jahren aus Judäa von den Römern vertrieben, das meinte ich damit. Ich habe aber gerade nichts zu sagen gesagt, ich habe was zu Marokko zu erzählen. Ganz kurz, aber gut, dass du Jüdin bist. Ich glaube jetzt mal, dass du dich mit der Tora und mit dem Talmud beschäftigt hast. Natürlich. Dann wird dir das Wort Tarshisch etwas sagen. Ja. Tarshisch, was ist Tarshisch? Eine Stadt, die in der Tora und beziehungsweise im Talmud auch öfters erwähnt wird. Zufälligerweise ist Tarshisch nicht nur eine Stadt, sondern das gesamte Land Tunesien. Dafür habe ich auch zig Quellen. Das heißt, die Juden schon seit früher, schon zu der Zeit von Moses allgemein. Wussten schon, dass es ein Land gibt, wo sie öfters mit diesem Land gehandelt haben. Zum Beispiel das Königreich von Israel unter der Herrschaft von König Salomon haben schon mit Tarshisch gehandelt und haben alles Mögliche dort halt mit ihnen gemacht, haben Handel betrieben und haben auch Auswechslungen gehabt. Das heißt, die Punias sind nach Palästina gekommen und die Leute aus dem Königreich von Salomon sind nach Tarshisch ausgewandert. Darf ich jetzt intervenieren kurz? Ist alles gut und schön, was touristisch gerade sagst, aber der Punkt ist, hat sich alle dieser Freundschaft oder dieser Gastfreundschaft oder dieser wunderschönes Leben zwischen Juden und Araber in arabischen Ländern nach dem Gründung von Israel total verändert. An dem Punkt muss man die Diskussion machen. Vorher schon klar, was du sagst, richtig. Aber an dem Moment, wo Israel gegründet worden ist, das Leben der Juden in der Außen wurde verdammt ungemütlich. Und das kann man nicht wegschauen. Und ich meine, das ist keine Schuld an dich, gell? Also bitte nicht persönlich nehmen, keinesfall. Tue ich nicht. Danke dir. Ja, ich stimme dir auch zu. Als der Staat Israel gegründet worden ist, gab es in den arabischen Ländern Auseinandersetzungen zwischen Arabern und Juden. Das ist auch deswegen, zum Beispiel in Tunesien kann ich sagen, in Tunesien 1948, als der Staat Israel zum ersten Mal gegründet worden ist, gab es eine Synagoge auf Djerba, es waren sogar, glaube ich, zwei Synagogen oder vier, die in Brand gesetzt worden sind. Aber warum wurden die in Brand gesetzt? Weil die Juden dort gesagt haben, dass sie endlich ein Land haben, dass dieses Land ihr Land ist. Und Tunesien und alle arabischen Länder damals, wenn ein Land aus der arabischen Liga angegriffen wird, angenommen wird. Ja, aber das sind alle Episoden. Ganz kurz, bitte, es ist schon. Entschuldigung. Aber wenn ich gerade rede, dann ist es unhöflich, dass du mich unterbrichst. Das heißt, es gab Auseinandersetzungen zwischen Juden und Arabern und wird es auch immer geben. Auch zwischen Muslimen und Christen gibt es Auseinandersetzungen, das kommt normal vor. Und Auseinandersetzungen gibt es immer. Aber dass man sagt, dass ein Massaker gegen die Juden stattgefunden hat in arabischen Ländern, das ist übertrieben. Nein, das ist nicht so übertrieben, das sind die Fakten. Machen wir ein Spiel. Okay, du hast dein Handy in der Hand gehabt.
und probier mal drei Worte in Google. Also eben Juden, Massaker, Tunesien. Einfach so. Oder ein anderes arabisches Land, wie du willst. Schau, was herauskommt. Wenn nämlich das Problem ist, ich kann ideologisch irgendwie die Sachen so sehen, aber oft die Realität und die historische Fakten ist ein bisschen anderes. Und das will ich eingehen. Immer sich selbst fragen, ob was ich gerade sage, belegt ist. Und das musst du dir selber auch fragen. Was du gerade sagst, ist belegt, ja oder nein? Und das musst du selber checken, ob was du sagst richtig ist. Nur darum geht. Sorry. Hallo? Hallo? Ja. Ja, hi. Komm, hi. Bitte. Hi, Leute, ich war vorhin schon kurz drin. Da ist kurz eskaliert, deswegen konnte ich nicht sprechen. Also klar, das, was gerade alles abgeht, das ist wirklich sehr, sehr, sehr traurig. Ich muss aber auch sagen, ich hoffe für alle, die Muslime, Juden sind, dass sie irgendwann hoffentlich eine Lösung finden. Ich finde aber auch viel, es leiden immer nur die, die eigentlich fast gar nichts damit zu tun haben und die eigentlich nur Frieden möchten. Und viele, die, sage ich mal, jedes Mal da Infos hören und hier Infos hören, die provozieren das Ganze nur noch mehr, glauben an falsche Informationen, glauben an irgendwas, was die Medien verbreiten. Setzt euch nicht so heftig daran fest und versucht einfach, egal ob der Gegenüber von euch Jude oder wie auch immer was anderes ist, dass ihr einfach mit dem Charakter und mit der Person zusammenkommt und nicht an die Geschichten und Historie und das, was noch momentan passiert, so festklammert. Weil das macht ihr dann in der Zukunft weiterhin und dann hört das Ganze nie auf. Richtig. Das kann man sich formulieren. Ich habe jüdische Freunde, arabische Freunde und mir ist ja wurscht, wo jemand herkommt, aber ist immer die Sache, wie man das gegeneinander lebt. Gell? Und, aber das ist nicht jetzt das Thema ist tatsächlich leider dieser schreckliche Krieg. Und ich denke ich mal, ich glaube schon, dass eine friedliche Zukunft geben wird mit den Juden und mit den Palästinensern und den Juden, weil es gab früher auch so in den 70er Jahren gab eine kommunistische Partei, die in beide Länder aktiv war und die beiden waren sie in eine Partei gemeinsam. Und ich meine, es gibt auch 2 Millionen Palästinenser, die in Israel leben, haben auch ihre eigene Partei, die war auch in der Macht. Ich meine, diese Koexistenz gibt sie schon. Aber die Extreme sind immer das Problem. Es fängt ja schon bei der Hamas an. Ja, was soll's? Das ist eine Terrororganisation, gell? Also Hamas. Ganz kurz, ganz kurz. Wieso zeigt der Kim mit dem Finger nur auf Hamas? Weil die sind diejenigen, die jetzt attackieren. Ja, jetzt. Okay, attackieren. Dann erklär mir ganz kurz, Anushka oder Bella, dann erklärt mir, warum 6 F-16-Jets Tunesien damals den palästinensischen Stützpunkt oder Flüchtlingspunkt in Tunesien angegriffen haben, obwohl das nicht einmal palästinensisches Territorium ist. Das heißt, sie haben hier gerade einen Angriff auf einen fremden Staat gemacht. Haben dabei ist nicht das Thema jetzt. Das zeigt, dass der Staat, zionistische Staat Israel keine Rücksicht nimmt. Das heißt nicht nur, dass sie die Palästinenser in Palästina schon unterdrücken. Nein, selbst die Palästinenser, die geflüchtet sind. Dann ist nur Hass. Dann ist nur Hass. Ja, ist nur Hass. Was? Dann bin ich nur was? Hass, ich spüre Hassen von dir. Hass hat doch immer einen Ursprung. Ihr könnt ja nicht verleugnen, dass Palästinenser ermordet wurden. Dafür gibt es ja mehr als genug Beweise und Fakten. Und da behauptet ihr, die Hamas hat unbegründet diesen Krieg oder diese militärische Operation ausgeführt. Das ist einfach nur falsch, denn es gab eine Begründung, das palästinensische Volk wurde unterdrückt, das palästinensische Volk wurde gedemütigt und ermordet. Und das war der Ursprung oder das war die Motivation oder die Intention dieses Krieges. Sie wollten diese Unterdrückung einfach
klar, durch Na, Entschuldigung, das ist keine Erklärung und die, ein Mord auf 700 Leute in 24 Stunden, Kinder, Frauen, 700 Leute morden einfach so, das erkläre keine, das ist keine Empathie zu Menschen. Was du gerade sagst, ist empathielos. Ja, aber Bella, guck mal, das Ding ist... Ich sag's mal so, wie viele palästinensische Zivilisten wurden allein im letzten Jahr durch Israelis getötet? Und dies ist die Rechtfertigung. Nein, ist empathielos, sorry. Nein, ich nehme nicht an. Nein, ich nehme nicht an. Danke. Sagen, dass israelisches Blut mehr liegt als arabisch. Danke. Arabisch ist das. Jedes, guck mal, Amala das Thema. Nein, Bella, guck mal, Amala hat recht. Jedes Leben ist gleich wert. Erstens, jedes Leben ist gleich wert. Zweitens, ja, stimmt. Das Ding ist, du redest jetzt über die israelischen Opfer, aber es sind auch sehr viele Palästinenser in den letzten 24 Stunden gestorben. Man kann auch sagen, ungefähr 500 bis 1000 Palästinenser locker. Also man und tut mir leid für denen. Es sind nicht nur Israelis gestorben. Ja, aber hätte die Hamas das nicht gemacht, wäre das nicht passiert. Ja, okay, aber trotzdem. Aber hätte die Palästinenser besser behandelt? Man versteht einfach gar nichts. Lasst euch bitte gegenseitig mal aussprechen, wie erwachsene Menschen, bitte. Tut euch den Gefallen, hört zu, lasst aussprechen und redet bitte ein mit dem anderen. Man versteht nichts. Und kurz mal... Ihr seid doch Muslime. Anushka, man versteht dich kaum. Du bist richtig leise. Ihr seid doch Muslime. Sind Selbstmordattentäter bei euch erlaubt? Wenn es nein. Darum, nein, hör zu. Das wenn es gibt's darum, das eigene was. Land zu schützen, ist es genehmigt. Ja. Wenn es darum geht, die eigene Familie zu beschützen. Guck mal, Anushka, ich aber weiß die gehen doch zu Zivilisten hin und machen das. Was können die Zivilisten dafür? Aber Leute, stopp, ihr vermischt wieder die Religionen. Das hat nichts mit Religion zu tun. Anushka, vor heute Palästinenser nicht die Möglichkeit, in die Nähe von israelischen Zivilisten zu kommen. Heute war das erste Mal seit Jahrzehnten, dass die überhaupt in der Lage waren. Nee, ich glaube, es gab einen Vorfall, vor einigen Jahren, aber heute war das erste Mal, oder gestern ist es, glaube ich, passiert, dass Palästinenser in die Nähe von israelischen Zivilisten gekommen sind. Das ist nämlich nicht wahr, was du behauptest. Vorher ging es immer nur um Militär. Wenn machen wir ein kleines Experiment. Jetzt würde ich fragen, wer wäre bereit, jetzt 30 Sekunden nicht zu reden, in Erinnerung von den israelischen Opfern von heute? Wer mitmacht? Ja. Ganz kurz, zionistische Israeler oder jüdische Israeler? Es ist ja wurscht. Nein, der tot. Meint nicht die Zivilbevölkerung. Es ist ja wurscht. Es ist ja wurscht. Machst du mit oder nein? Also ab jetzt, ich zähle jetzt drei und ab drei, wer will, kann 30 Sekunden stillen bleiben. Eins, zwei, drei. Das ist nicht wurscht. Das ist nicht wurscht. Das ist genau der wichtige Punkt. Wir unterscheiden zwischen Zionisten und Juden. Wir haben mit Juden gar kein Problem. Gar kein Problem. Sollen die bei uns leben oder sollen sie in Palästina leben? Sollen sie, egal wo sie leben. Sie können mit uns leben, herzlich willkommen, gar kein Problem. Aber ein Zionist, der mir die Israel-Flagge ins Gesicht hält und sagt mir, Palästina existiert nicht, sondern nur der Staat Israel existiert, für so eine Person halte ich keine Schweigeminute. Leute, ich hatte vorhin noch eine Frage. Und zwar, ich weiß jetzt nicht, was wir genau besprochen haben, aber viel hat doch auch sehr, sehr viel Einfluss von außen. Es ist ja nicht nur ein Land, was entscheidet, da jetzt Krieg zu führen. Ich meine, viele andere Länder haben doch auch sehr, sehr viel damit zu reden, oder nicht? Es ist alles Politik und das versteht man nicht. Und die Politik macht die Religionen, die Länder und jeden Scheiß einfach nur kaputt. Ich meine, es ist so schlimm, weil einfach zivile Leute das ausatmen. Wir Menschen, ob Jude oder Buddhist oder sonst irgendwas. Was hat das Ganze mit der Religion zu tun? Wisst ihr, wie ich meine? Klar, es wurde viel gespalten. Jeder steckt alle Muslime in den gleichen Topf, nur weil ein verschissenes Arschloch meint, irgendwo sich sprengen zu lassen oder sonst irgendwas. Heißt es jetzt, dass es bei allen Muslimen das gibt? Nein, heißt nicht. Ich meine, es gibt solche und es gibt solche, aber steckt nicht jedes Mal alle Leute, die Juden sind, in einen Topf. Es gibt solche Juden, es gibt solche Juden. Es gibt solche Palästinenser, es gibt solche. Es sind immer nur die Menschen, die das ausmachen. Und die, die da Krieg sind, ich stelle euch mal vor, die würden das gar nicht mehr machen wollen. Was wäre dann? Wäre es noch Krieg? Nein.
Meine Frage wäre an, also ich weiß bis heute, bis jetzt immer noch nicht der Name. Das ist die, die über mir ist. Sind vor kurzem dort, sie würde keine Schweigeminute für die Todesopfer in Israel halten, weil die meisten von Philippen sind. Meine Frage wäre einfach nur, was hat es denn mit Selbstverteidigung zu tun, wenn man auf Zivilisten geht und Zivilisten auf einem Musikfestival bei einem Feiertag tötet? Also denkst du wirklich, dass die Felsen... ganz kurz, man hört dich nicht so gut. Ja, guten Abend. Guten Abend, liebe Leute. Ganz kurz auf die Antwort. Einen schönen guten Abend wünsche ich euch allen. Daniel, es ist immer falsch, wenn Zivilisten. Ich verstehe das nicht. Ihr redet von irgendwelchen Tänzen, die in Israel geführt wurden. Irgendwelche Partys und aber diese jahrelange Qual, Mord von Kindern, Frauen von Palästina, das sieht keiner. Ich verstehe euch wirklich nicht. Ich verstehe diese Welt nicht. Immer das, na, Entschuldigung. Ihr dreht nein, das, wir Opfer drehen nicht. Wir drehen es. Das heute ist die Wahrheit. Ist Hamas, die Täter, Juden sind die Mörder. Juden sind die Mörder. Genau. Jahrelang, 45 Jahre haben die Juden Muslime getötet. Genauso wie die Deutschen die Juden verbrannt und erstickt und irgendwie vergast habt, ihr Deutschen, und jetzt hält ihr zu Juden, während ihr selber Millionen von Juden ermordet habt. Ihr seid immer noch Faschisten. Ihr seid immer noch Faschisten. Ihr bleibt immer Faschisten. Redet jetzt nicht, jetzt wo es um Islam geht. Nein, jetzt wo es über Islam geht, jetzt sagt ihr, Juden sind die Besten, während ihr selber Millionen von Juden vergast und verbrannt habt. Ja, das ist babbelt kein Mist. Babbelt kein Mist. Na, braucht keine, also dieser Länder braucht Faschisten, ihr seid Faschisten und ihr werdet immer Faschisten bleiben. Genau. Allahu Akbar. Islam wird siegen. Islam hat immer gesiegt. Christentum, okay, wir sagen nicht, dass Christentum falsch seid. Ihr seid nicht falsch. Ihr seid nur link hinterhältig. Ihr haltet zu den Leuten. Nein, warte mal kurz. Ihr haltet zu den Leuten, die ihr selber vergast, verbrannt und total erniedrigt habt, die Juden, und ihr möchtet gern Christen. Ihr wollt jetzt Palästina Schuld geben, für was? Für was gibt ihr die Palästina Schuld? Für was gibt ihr die Muslime Schuld? Erst habt ihr die Juden verbrannt und jetzt sind die Muslime schuld. Ihr seid fucking. Ihr seid einfach rassistisch. Das ist die Wahrheit. Ihr seid Faschisten. Ihr wart schon immer Faschisten. Ihr werdet immer Faschisten bleiben. Ihr seid Nazi. Nazi seid ihr. Im Herzen könnt ihr, gegenüber könnt ihr die besten Menschen sein, aber im Herzen seid ihr immer Faschisten. Ihr werdet immer Faschisten bleiben. Das merkt jeder einzelne Ausländer hier in Deutschland, wie faschistisch ihr seid. Was für scheiß radikale Faschisten ihr seid. Ihr könnt tun, machen, was ihr wollt. Ihr könnt die Menschen gegenüber anlächeln, aber hinten seid ihr die dreckigsten Faschisten, die es gibt. Allahu Akbar. Islam hat gesiegt, Islam wird siegen. Und Palästina, ihr Deutschen, ihr seid immer Faschisten gewesen. Ihr bleibt doch Faschisten. Was habt ihr denn zu sagen? Ich bin in Deutschland geboren. Aber wegen meiner dunklen Haut, schwarzer Haut, werde ich immer eine Ausländer bei euch bleiben. Egal, ob ich von deutscher Mutter geboren bin oder ob ich einen deutschen Pass habe, aber ich werde immer als Ausländer gesehen bei euch. Ey Leute, seid ihr so, möchte gern, Judenliebe, ihr habt doch selber Millionen von Juden verbrannt. Ihr deutsche Faschisten.
Bobbelt kein Mist hier, redet kein Scheiß hier. Zweiter Weltkrieg. Ja, aber du kannst Menschen nicht für ihre Vorfahren verurteilen. Das ist Bullshit. Also ja. Man kann nicht pauschalisieren. Okay, damals im Zweiten Weltkrieg haben, und man muss dazu aber sagen... kein Scheiß. Erster Weltkrieg, hey, Deutschland. Zweiter Weltkrieg, ja. Deutschland. Ja. Wer hat die ganze Welt kaputt gemacht? Ach, Deutschland. Wer war faschistisch? Hey, Deutschland. Wer hat Millionen von Juden, Kinder, Frauen verbrannt? Deutschland. Ja, sonst keiner, nur Deutschland. Ja, was ist jetzt passiert? Was aber diese Menschen sitzen im Alter. Möchte gern Deutschland. Ihr möchtet gern zu Juden. Nee, das geht nicht darum, ich halte zu Juden. Nee, ihr seid Faschisten und ihr bleibt immer Faschisten. Das ist eure Wahrheit. Das ist. Nein, ich übertreibe nicht. Das ist die Geschichte, das ist die Wahrheit. Sei mal ruhig, komm mal klar, was ist mit dir? Nix da ruhig. Hey, nichts da ruhig. Jetzt wurden ein paar Juden ermordet und möchte gern Muslimen babbeln. Nee, nicht möchte gern muslimisch. Was sind das? Geht jetzt aber weiter. Ich möchte gern, was sucht ihr dann in Deutschland? Dann geh doch in was woanders hin. Ich schwöre, ja. Was ist mit das dir? Ist einfach falsch. Nein, das ist einfach ich gehe nicht woanders. Ich bin eine Muslimin, nein, und ich werde als Muslimin sterben. Allahu Akbar. Aber du möchtest gern. Du möchtest gern Muslimen. Sag mir mal in dieses Surah, du möchtest gern Muslimen. Sag mir mal im Koran dieses Surah. Sag mir mal Surah. Sag mir mal Surah Yasin. Sag mir mal Ayatul Kursi. Nein, lese mir mal dieses Surah. Lese mir mal dieses Surah. Ich muss dir gar nicht beweisen. Ja, babbel nicht. Du möchtest gern Muslimen, du Drecksack. Babbel nicht. Komm, babbel nicht. Das ist gar nichts. Ihr seid möchtest gern Muslime, ihr dreckigen. Uff, la la illallah Muhammad Rasulallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulallah. Ihr möchtet gern Muslime. Hast du auch was Produktives beizutragen zu dieser Diskussion? Nein, ohne Spaß jetzt. Ihr zieht irgendwelche Miniröcke an, kommt euch verkaufen hier in TikTok. Was seid ihr für Muslime? Ihr verkauft euch wegen ein paar Diamanten. Geht doch mal, betet mal, zieht mal Hijab an. Ihr Dreckigen, ich sehe euch doch, wie ihr aussieht. Gott, ey, oh mein Gott, wegen sowas, oh mein Gott. Okay, das war jetzt echt peinlich. Also, das war jetzt echt die View, oder? Ich habe nicht viel Wissen über den Islam, aber ich glaube, Menschen zu verurteilen ist eine der schlimmsten Sünden, oder? Ja. War das nicht so? In allen Religionen? Das ist eine Sache. Religion schon genauso. Das sind nicht alle Muslime so. Ja, ich weiß. Nein, ich weiß. Das war jetzt meine beste Freundin ist Muslimin. Ich weiß. Ich habe auch bessere Menschen schon in meinem Leben gesehen. Und um das geht's mir. Guck mal. Das ist das Problem, ne? Oh, sie steckt uns in einen Topf. Wir sind Brüder und Geschwister. Egal von welcher Herkunft, egal welche Religion. Und ne, sowas, das ist einfach das Problem. Ich meine, die kommen nur wegen einem Aussehen, nur weil ich ein Kleid anhabe, nur weil ich halb Spanierin bin und halb Türkin bin, wurden wir sowieso schon damals immer zur Rechenschaft gefragt. Ich muss niemandem was beweisen. Ob ich bete, das ist eine Sache zwischen mir und Allah. Ob ich Christin bin, das ist zwischen euch und Gott. Aber da hat niemand zu urteilen. Und jeder, der sowas macht, das ist einfach unnötig und ist nicht korrekt. Das ist einfach nicht richtig. Das ist nicht nee. Das ist einfach respektlos. Ich gebe dir absolut 100% recht. Ich war heute bei einer alevitischen Gemeinde. Religion. Das war das beste Beispiel für Extremisten gerade. Das war einfach wirklich top. Also, dass sie gerade hier in diesem Live gefunden hat, hat einfach gezeigt, solche Menschen veranstalten Krieg. Sowas. Ja, so sieht's aus. Danke. Nein, es gibt auch Moslems, die fähig sind, irgendwie zuzuhören und auch eure Argumente. Und sie finden ja auch tatsächlich immer Gegenargumente. Ich will also... Davon distanziere ich mich, diese Blindheit, die existiert nicht bei, also Libanesen sind zum Beispiel nicht so. Die hören zu, die versuchen zu verstehen, was die Gegenseite sagt. Aber wie gesagt, ich kann halt nicht nachvollziehen und ich wiederhole es nur immer wieder. Ich kann viel ertragen. Also okay, ich bin 51 Jahre alt. Guck mal, dieser blinde Hass, von dem distanziere ich mich und ich möchte einmal sagen,
okay, die Deutschen haben Fehler gemacht, aber die Menschen, danach würde ich gerne was sagen. Die Deutschen, die diese Sachen begangen haben, die sitzen entweder im Altersheim oder die sind schon längst tot. So, ja, es ist richtig, einfach falsch, deren Kinder und deren Enkelkinder zu sagen, ihr habt das und nein, diese Menschen haben den Juden nichts getan. Die heutigen Deutschen, die haben den Juden einfach nichts getan. Damals ja klar. Und es ist einfach dumm zu sagen, die Nation hat vor drei Generationen einen Fehler gemacht und die heutige Generation. Von welcher Nation redet ihr? Von welcher Michigan? Komm wieder da. Ich möchte kurz was sagen. Die leben jetzt nicht mehr. Hallo. Ich darf Ihnen was sagen. Auf deren Steuerkosten, diese Frau lebt hier auf deren Steuerkosten und will mir jetzt erzählen, Deutsche sind Heuchler. Ja, dann geh. Bitte, dann geh doch einfach. Also das ist auch wieder unsinnig. Geh in deine Heimat. Danke. Ich bin selber Libanese, aber solche Menschen, gar keine Toleranz dafür. Lass mal bitte. Solche Menschen, das perfekte Beispiel von Extremismus. Ihr redet alle zu viel. Darf ich jetzt mal was sagen? Nein, wisst ihr was? Es gibt auch in Deutschland Flüchtlinge, die es hier mal gab. Die DDR gab es mal. Versteht ihr, was ich meine? Mein Gott. Das Land ist zu viel. Ich rede groß. Kaum, bitte. Ich habe dir alle gesprochen. Deutschland hatte auch mal die DDR. Auch hier gab es Flüchtlinge. Ich bin mit jungen Jahren in den Westen abgehauen. Und hey, alles, was jetzt passiert, ist gar nicht mehr normal. Aber wir brauchen alle nicht durcheinander reden, sondern nacheinander. Jeder kann seine Meinung sagen. Ey, alles, was derzeit passiert, Israel, das ist das Schlimmste, was gerade jetzt noch nebenbei kommen muss. Ja. Dürfte ich eventuell was sagen? Ja. Natürlich. Danke. Erstmal, Assalamu alaikum an meine muslimischen Geschwister hier im Raum und auch unten. Ich würde gerne, wenn wir schon beim Thema sind und die ganze Zeit darüber reden, dass man hier ein bisschen mit mehr Benehmen über diese ganze Situation redet und mal auch richtige Argumente bringt, würde ich mal, wenn ich darf, natürlich, ne? Ja, Achim, Mampusch, wir sind leider vom Thema abgekommen. Unser Thema war eigentlich, was mit den Juden in den arabischen Ländern vor der Gründung des Staates Israel und nach der Gründung des Staates Israel passiert ist. Wir müssen, also ich kann ja mal meine Sicht der Dinge mal sagen, was ich denke, was eigentlich das Problem ist und dass wir gar nicht so weit nach hinten gehen müssen. Gerne, Achim. Barakallahu fiek erstmal für das Verständnis. Wie gesagt, wenn sich jemand angegriffen fühlt, ich rede hier nur mit Argumenten, ich will keinen irgendwie persönlich extra angreifen. Also wenn man sich angegriffen fühlt, bitte nur kurz darauf hinweisen. Ich werde mich entschuldigen, aber meine Absicht ist sowieso nicht. Ne? Also, wir wissen alle, was da zurzeit abgeht, das ist allgemein katastrophal, aber nach 75 Jahren sich dann zu verteidigen, das kann man nicht unbedingt herunnen. Und das ist einfach Fakt. Weil wenn die Ukraine sich gerade verteidigt, und die haben sich direkt verteidigt nach dem Angriff von Russland, die haben nicht 75 Jahre gewartet, und die hat man nicht Terroristen genannt. Als einige deutsche Staatsbürger in die Ukraine geflüchtet sind, um dort, was heißt geflüchtet sind, aber um dort den Ukrainern zu helfen, hat man diese Leute wie genannt? Das waren Helden. Helden der Nation, Helden von Europa. Und das direkt, die haben direkt verteidigt. Und die hat man nicht Terroristen genannt. Aber die Palästinenser oder die Muslime, die nach 75 Jahren starker Geduld sagen, jetzt können wir nicht mehr, die nennt man Terroristen erstmal dazu. Wir sollen auch wissen, dass der israelische Staat, und das wissen wir alle, erst später zustande kam. Es gab ja 1946. Genau. Und das Krasseste ist ja, weil vorhin auch die Schwester, möge Allah sie erstmal belohnen, aber möge Allah auch ihr verzeihen, dass sie ein bisschen so laut war. Wir wissen ganz genau, dass die, und das haben wir haben die Fakten, es gibt auch die Verträge, dass die Zionisten und die Nazis miteinander kooperiert haben. Die haben miteinander kooperiert. Und warum haben die miteinander kooperiert? Die haben ein und dasselbe Ziel. Die wollten die Juden aus dem Land schaffen und die Juden haben sich gedacht, ey, wir brauchen einen Platz, wo wir leben. Also haben die miteinander kooperiert und dann haben sich zwei Terrororganisationen gegründet. Die Irgun und die Haganah. Und als die Irgun
Dann eine du vergisst, du vergisst jemanden, den man ermordet hat. Wie bitte? Du vergisst einen, den man ermordet hat vor ein paar Jahren. Ja, das, darauf will ich gar nicht hinaus. Mir ist nur wichtig, dass wir wissen, wer die Erbil und Nagane sind und wo die jetzt gerade sind. Weil das ist sehr wichtig. Und dann mache ich ein Beispiel aus der islamischen Perspektive, damit man versteht, wie hart das eigentlich ist. Und in was für einer kranken Welt. Hamas ist daraus entstanden, aus dieser ganzen Scheiße. Nein, nein, ich rede nicht von Hamas. Ich rede nicht von Hamas. Ich rede, wie gesagt, von den zionistischen Organisationen, Irgun und Nagana. Dazu gibt es auch Verträge. Es gab ja ein Waffenstillstandabkommen 1949. Mit den Nachbarländern Ägypten, Jordanien, Libyen, Syrien, Carsten, und so weiter. Lass sie mal kurz aussprechen, bitte. Lass ja. Imam Push bitte fertig sprechen und dann kannst du deine Meinung sagen. Und der richtige Friedensvertrag kam ja dann, Friedensvertrag kam ja 1979 und so weiter. Und davor haben die Irgun ein britisches, also die Briten angegriffen in Palästina, weil die Briten waren ja dort ansässig, die haben ja Palästina sozusagen eingenommen in dem Fall und waren so. Die Fürsprache der Palästinenser, würde man jetzt in dem Deutsch heute sagen. Und als die Irgun ein britisches Hotel und auch die Militärstation angegriffen haben, haben die Zivilisten getötet. Ganz kurz, bitte Carsten. Die haben Zivilisten getötet. Sei es von den Palästinensern oder von den Briten. Dann kam das Friedensabkommen. Und wisst ihr, was das Krasseste ist? Die Haganah waren, das ist das beste Beispiel ist die Irgun, sagen wir mal IS und die Haganah, jetzt sagen wir mal Taliban. Ja, oder nee, noch nicht mal. Taliban ist sogar harmlos im Gegensatz zu die Haganah, was die danach gemacht haben. Und das Krasseste ist, dass Leute von den Haganern, von dieser Organisation der Zionisten, direkt danach im Oslo-Friedensprozess 1990 im Parlament waren von den Israelis. Die waren dann Politiker. Das ist dasselbe, wie wenn man sagt, schau mal, da, die IS war ja, ganz kurz, die IS war ja damals, 2014, 2015, die war ja richtig krass und stellt euch mal vor, die hätten sich ja ein Land erobert, wie zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, okay, Syrien oder Irak, komplett erobert und dann hätten die gesagt, ja, weißt du was, das ist unser Staat und die hätten sich jetzt ins Parlament so was von richtig eingemischt und wären dann die demokratischen Politiker eine IS-Truppe, das sind eigentlich Terroristen. Ja, und die sind dann im Staat und spielen die Politiker. Und genau das ist passiert. Man hat dann nach dem Hebron-Abkommen weitere Zonen vom Westjordanland eingenommen. Also die Israelis haben ja Step by Step, das kam ja immer ganz langsam. Das hat ja nicht direkt funktioniert. Das heißt, wir müssen überlegen, es hat angefangen mit den Irgun und Haganern, die zwei terroristische Organisationen waren, die mit den Nazis kooperiert haben, weil die das ein und dasselbe Ziel hatten. Zudem haben die Briten, Zivilisten angegriffen, die Militärstation angegriffen und haben alles dort kaputt gemacht, was ging. Die haben Zivilisten getötet, sei es Palästinenser oder Briten. Und dann kam der Friedensabkommen, erstmal mit Jordanien, erstmal mit Ägypten, dann mit Jordanien. Und all das, müsst ihr euch vorstellen, ist nur mit Irgun und Haganah passiert. Das heißt, eine Terrororganisation hat sich dort eingemischt und ist dann im Parlament gewesen und ist bis heute noch, deren Leute, die das unterstützen, sind bis heute noch da. Bis heute noch. Und dann kann mir keiner erzählen, dass diese Politiker heute, die ich aber für Terroristen halte, und das ist meine Meinung, und das kann man mir nicht absprechen, weil wie gesagt, hier gibt es ja Meinungsfreiheit und Gott sei Dank kann ich das sagen. Und ich werde dann ein bisschen emotional, weil mir das auch wehtut, das Ganze dort hinten zu sehen, wenn ich sehe, wie Kinder dort leiden und dann kommt irgend so eine Kylie Jenner oder irgendeine und ja, we stand with Israel und jeder klatscht da, applaudiert, super. Aber als man gesagt hat bei der Ukraine, ey, warte mal, mach mal langsam, das sind auch vielleicht Terroristen, weil die verteidigen sich ja. Diesen Vergleich macht man gar nicht. Und das ist für mich Doppelmoral. Und ich sag ehrlich, für mich gibt es eine neue Corona-Variante. Im Westen. Seit diesem Jahr. Und das ist Doppelmoral. Absolut. Das ist Covid-Doppelmoral 23. 100%. Was anderes habe ich nicht zu sagen. Also das ist so mein Vorwort. Also falls jemand irgendwie da was sagen möchte, kann er ruhig sagen, ich bin erstmal fürs Erste fertig. Du hast aber im Grunde genommen recht. Es wird immer schwieriger, weil ein Präsident aus der Ukraine, der vier Willen hat, nachweislich. Warum will der Geld von uns? Alles, was jetzt passiert mit Krieg,
Es macht gar keinen Sinn, es ist Schwachsinn. Ey, wir sollten alle den Arsch zusammenreißen, damit diese Welt irgendwie in Ordnung bleibt. Weil sonst haben wir keine Welt mehr. Schaut euch die Politik an. Was ist heute passiert zum Beispiel? Hessen und Bayern. Die AfD steht weiter vorne als jemals zuvor. Warum? Hey, was hat das mit dem Palästina-Israel-Konflikt zu tun? Verstehe ich gerade nicht. Kann ich grad was nicht mit Deutsch, es hat was auch mit Deutschland zu tun, weil irgendwann geht es uns an Kragen. Ja, aber gerade geht es anderen Menschen an Kragen. Es geht einfach darum, ob der Konflikt oder der Angriff von den palästinensischen, von der palästinensischen Miliz gerechtfertigt ist oder nicht. Ich dachte, darum geht es hier gerade. Also ich war gestern bei Aleviten zu Gast und habe mit ihm gesprochen. Wie sieht es jetzt aus? Was geht jetzt weiter? Mit Migranten. Aber was haben Aleviten und Migranten jetzt mit Palästina zu tun? Habe ich auch nicht verstanden. Weil es alles also, zusammengehört. Nein, wie weil es sind in der was, Regel Sunniten. Okay, was haben dann die Haganer mit dem zu tun? Das hat doch. Also das, nein, ich weiß nicht. Ich rede darüber, ja, dass wir Migranten haben, die gar keine Hilfe bekommen und die Hilfe bekommen, gar nicht wissen, wer denen was erzählt. Weil es geht doch gar nicht um die Politik von Deutschland. Es geht doch gar Carsten, nicht Carsten, da bist du aber im falschen Leib. Es geht doch um Palästina und Israel. Ja, ich bin gerade auch hardcore verwirrt. Einmal, darf ich mal kurz was sagen? Einmal an die Schwester, die vorhin so laut geredet hat, ne? Die natürlich Deutschland komplett von oben bis unten, unten bis oben beleidigt hat und angegriffen hat. Ich kann euch nur sagen, Deutschland ist schon seit Jahrtausenden ein Ziel der Mächte, die auf jeden Fall zerstört werden soll. Deutschland gilt für einige Mächte als der größte Feind, den es gibt. Und das wird schon seit Jahrtausenden wirklich also von klein auf bis groß auf halt manipuliert und zerstört. In Europa findet so oder so momentan eine Umbevölkerung statt. Das wisst ihr auch ganz genau. Der Zionist hat selber letztens gesagt, die Muslime sind unsere Brüder, denn die übernehmen gerade unsere Aufgabe in Europa. Die überrumpeln gerade halt in Europa sozusagen, damit Europa geschwächt wird. Ganz einfach. Das ist einfach ein Masterplan, um wirklich komplett die Muslime auszunutzen, um die Weltbevölkerung halt eben gegen Muslime aufzustacheln. Ja, Zionisten wollen die gesamte Welt erobern. Hey, nein, Kurz ihr könnt nicht Deutschland für irgendwas die Schuld geben, Leute. Die Bevölkerung. Also nur kurz darum, dass jetzt holen sie die Deutschen von der Ecke. Die Menschen, die das für das Leid des der Juden von damals verantwortlich sind, die wurden, also die existieren quasi nicht mehr. Ne? Also wie gesagt, die sitzen entweder im Altersheim oder schon tot. Natürlich gibt es Rechtsradikale in Deutschland, aber die haben mit dem heutigen ist meiner Meinung nach mit dem heutigen Israeli-Palästinenser-Konflikt wenig. Gibt es denn diese Rechte nicht auf der ganzen Welt? Guck mal, überall, in jedem Land gibt es doch Rassisten. Weißt du, was ich meine? Das hat doch mit Deutschland nicht alleine zu tun. Ich meinte nur, guck mal, sie kommt ins Live, sie hat nichts Produktives zu der Diskussion beizutragen, außer sie flucht von oben bis unten über die Deutschen, lebt wahrscheinlich auf deren Steuergeld. Ja, die kann man sowieso nicht ernst nehmen. Weil guck mal, wir sind auch irgendwo Gast in diesem Land. Richtig. Und immer den Islam als schöne Religion repräsentieren und will einfach nur sagen, dass wir auch natürlich unsere Gastgeber, und das sind nun mal die Deutschen hier, und wir zeigen nicht sofort mit dem Finger, das waren aber die Deutschen. Nein, um Gottes Namen, es gibt Konflikte zwischen Arabern und Juden, natürlich. Wie gesagt, meiner Meinung nach, es steht zu Palästina, der Angriff auf die palästinensische, ich würde jetzt sagen, auf die palästinensischen Soldaten, meiner Meinung nach gerechtfertigt, aufgrund einfach des Leides, das die palästinensische Bevölkerung seit Jahren erleiden muss. Jetzt gegen die Deutschen zu schießen, macht bei mir gar keinen Sinn. Fand ich jetzt auch nicht, dass uns das irgendwie weitergebracht hat in irgendeiner Weise. Nee, macht auch nicht, richtig. Deswegen habe ich mich davon auch distanziert, weil ich habe nichts gegen Deutschland. Das lenkt uns jetzt nur noch ab von der eigentlichen Debatte, Leute. Guck mal, Palästina wird ja schon seit Jahrzehnten angegriffen. Guck mal, ihr wisst doch ganz genau, die islamische, lass mich bitte ganz kurz ausreden, die islamische Welt ist doch sehr, sehr mächtig. Wenn die wirklich die Leader also vom islamischen Ländern jetzt wirklich wollen würden, hätten sie doch Israel
Israel sofort angegriffen und platt gemacht. Nein, an diese Spitze von der Regierung sind so oder so alles Agenten. Ganze arabische Länder sind an der Spitze komplett alles Agenten der Zios. Das wisst ihr doch ganz genau. Ne? Also wenn wirklich Palästina befreit werden soll, kann das innerhalb von ein paar Tagen befreit werden. Aber ihr wisst ganz genau, dass diese arabischen Regierungen überhaupt null darauf, sage ich mal so, geben, was gerade in Palästina passiert oder nicht. Denen ist das egal, was mit diesen Kindern und diese Frauen und die älteren Menschen passiert. Palästina will auch ihre Ruhe haben. Die Bevölkerung in Israel, die Juden, wollen keinen Krieg mit Palästina. Genauso in Palästina. Diese Hamas und diese ganzen anderen Leute von Israel, die gerade Kriege führen, das ist alles eine Agenda. Das sind Agenda. Wer kann uns denn jetzt überhaupt beweisen, dass wirklich Hamas gerade diese Rakete auf Israel geworfen hat? Sag mal ganz ehrlich, kann einer von euch, vertraut ihr diesen Medien mittlerweile? Ich nicht. Ja, ganz kurz. Ja, aber das ist ja eigentlich faktisch belegt. Also das würde ja aus mehreren Quellen, würde jetzt zum Beispiel nur von den deutschen Medien, wenn wir jetzt nur von den deutschen Medien unsere Quellen haben, dann würde ich sagen, ja, okay, maybe. Aber das ist ja, das läuft ja auf allen Kanälen. Das läuft auf russischen Nachrichten, auf deutschen Nachrichten, auf arabischen Nachrichten. Deswegen macht das schon sehr viel Sinn, dass das tatsächlich so ist, wie es gerade... wir sehen, dass die Raketen geflogen sind. Aber wer gibt uns denn wirklich die Beweise, dass es wirklich Raketen von der Hamas waren? Jetzt mal ganz ehrlich. Wer kann uns das denn wirklich... Also woher können wir das jetzt nachvollziehen? Darf ich mal gleich was sagen? Inwiefern rechtfertigt ist das Töten von normalen Zivilisten, die rein gar nichts wollen? Richtig. Das ist langweilig, weil die haben dir schon tausendmal gesagt, hast dasselbe mit den Palästinensern gemacht. Wie oft soll ich dir das noch sagen? Nee, da würde ich gerne drauf antworten. Also weil es passiert ist, heißt es ist in Ordnung. Nein, das hat doch keiner gesagt. Warum erwähnst du denn sowas? Warum verdrehst du denn alles? Es geht doch überhaupt, dass diese Kinder darunter leiden, Kinder, Familien darunter leiden, die mit diesen Kriegen überhaupt nichts zu tun haben, seit Jahrzehnten. Ich habe mal kurz eine Frage an, wer auch immer, ich weiß, wie du heißt, die gerade gesprochen hat, mit 82.000 Abonnenten. Wie heißt du? Dein Name? Oder ich? Wie kann ich dich nennen? Ja. Daniel. Schau mal, Daniel, du hast gerade was gesagt und ich bin dir ehrlich, das hat mich ein bisschen getriggert. Ich weiß, dass du sagst, und da gebe ich dir auch recht, Zivilisten einfach so töten ist auch nicht richtig, auch vom Islam her nicht, aber ich sehe das erste Mal dich hier live auf TikTok. Ja. Ich glaube, ich weiß nicht, wie alt du bist. Vielleicht bist du, sagen wir mal, mit 20. Diese 25 Jahre oder diese Jahre, die es TikTok gibt oder Instagram gibt oder Facebook gibt, hast du nie so einen Aufstand, glaube ich, gemacht wie jetzt. Und da musst du mit dir ehrlich sein. Noch nie. Weil es mich noch nie so persönlich getroffen hat. Super. Stopp, ganz kurz. Carsten, bitte, ganz kurz. Ich habe auch noch niemals das Land Israel oder Palästina erwähnt. Ich weiß nicht, ob es jemand gemerkt hat, aber sogar in meinen TikTok-Videos sage ich immer, wenn ich in Israel bin oder Palästina bin, sage ich immer, das heilige Land. Ich möchte eigentlich keine Politik auf meinem Account haben. Es geht bei mir nur um das Judentum. Wirklich, nur die jüdische Kultur. Ich wurde hier bei diesem TikTok, ich bin ehrlich, ich wollte auch gar nicht teilnehmen. Ich wurde hier eingeladen und ich habe mir jetzt wirklich gut überlegt, ob ich überhaupt rein teilnehme. Also ich würde von selbst nicht das machen. Ich bin nicht auf diesem politischen Zug gerade. Aber ich bin heute den ganzen Tag unter extremen Nerven. Es sind meine Verwandten, es sind meine Freunde, es ist meine Familie, die dort gerade sitzt und Todesangst hat. Ich kenne Menschen, die umgebracht wurden gestern. Wenn ich euch meinen Schmerz erkläre, ich habe heute 3 Beruhigungstabletten genommen, habe ich schon am Anfang gesagt. Mir geht es mit diesem Thema nicht gut. Und wenn ich heute ein bisschen extremer drauf bin als sonst, es hat wirklich nur private Gründe. Ja, alles gut. Nur ganz kurz zu deiner Sache gerade. Ja, entschuldige ich mich auch demnächst, sofort. Entschuldigung. Ganz kurz. Schau mal, Daniel, du hast vorhin auch gesagt, das hast du nie gemacht, weil dich das noch nie so getroffen hat wie jetzt. Das hast du ja zugegeben. Das finde ich auch gut, dass du ehrlich bist. Aber was stelle ich daraus fest? Also ich stelle hier eine ganz klare Doppelmoral fest. Weil all die Jahre zuvor, wo die Palästinenser massakriert worden sind von dem Staat Israel, von den Israelis, von den Zionisten, ganz kurz, Carsten, bitte. Dieses Dazwischenrichten, das macht mich irgendwie ein bisschen... Okay, auf jeden Fall geht es halt darum, du hast dich bisher noch nie geäußert dazu, auch nicht vor 4 Wochen, auch nicht vor 2-3 Monaten. Jetzt, wo die Scheiße am Dampfen ist, in deinem Haus, dann steht man auf. Und das ist für mich Doppelmoral. Wenn man für Menschenrechte aufsteht und sagt, ich bin dagegen, dass Zivilisten getötet werden, dann steht man für jeden auf. Sei es schwarz, sei es ein Chinese, sei es klein, groß, behindert, was auch immer.
Man steht für die Zivilisten dann auf. Aber nicht nur, wenn es in deinem Haus brennt. Wusstest du denn meine politische Meinung davor? Wusstest du, wie ich zu diesem ganzen Konflikt schon seit Jahren stehe? Weil ich habe. Du hast gerade eben gesagt. Ich habe. Du hast gerade eben selber gesagt, dass du nie diesen Aufstand gemacht hast wie jetzt. Das heißt, dieser Aufstand musst du. Natürlich, klar, wenn es in meinem Haus brennt, geht mir das natürlich emotional, werde ich mehr tun. Aber ich mache mal ein direktes Beispiel. Und das sind ja Nachbarn, ne? Ja. Jetzt musst du dir vorstellen, ich lebe hier in diesem Haus. Und jetzt bei meinem Nachbarn nebenan brennt es. Und das sind eine Doppelhaushalte, ja? Und es brennt. Dann renne ich rüber und versuche, diese Leute zu retten. Auch wenn es in meinem Haus brennt, dann versuche ich mich zu retten. Natürlich tut das in meinem Haus mehr weh, aber mein Nachbar ist nebenan und ich habe Angst, dass er auch bei mir brennt. Und deswegen gehe ich auch rüber und helfe ihm. Hol ihn da raus. Und gehe so aus meinem eigenen Haus raus. Das heißt, ich mach schon etwas. Auch wenn es mich direkt nicht trifft, wie in dem Fall vor 3, 4, 5 Wochen oder vor 3, 4, 5 Monaten, wo du nicht diesen Aufstand gemacht hast. Und das heißt für mich, dass deine Argumentation mit den Zivilisten absolut zugrunde geht. Das kannst du gar nicht bringen. Du kannst nur sagen, es hat meine Leute getroffen und meine Leute sind mir wichtiger als die Palästinenser. Das kannst du sagen. Das ist das Einzige, was man als Analogschluss jetzt hier rausnehmen kann. Das logische Denken. Weil ansonsten müsstest du auch für die anderen Zivilisten da sein. Das heißt, wenn dann du sagst, ey, ich bin für alle Zivilisten da oder ich bin nur für die da, die mir was angehen. Und das ist meine Nation, das ist mein Volk und ich stehe hinter denen, aber nicht hinter den Palästinensern. Das müsste eigentlich deine Aussage jetzt sein. Deine Familie und die Menschen, die dich persönlich betreffen, sind dir doch menschlicher, also aus menschlicher Sicht immer ein Ticken wichtiger. Wichtiger, ja. So, 100%. Aber heißt nicht, schau mal, ich habe Eltern, ich habe Geschwister, die sind mir wichtiger. 100%. Ja. Und wenn die betroffen sind von irgendetwas, von irgendeiner Gewalt, dann werde ich dahinter stehen wieder eins. Aber wenn ich sehe, dass einem hier Unrecht getan wird und irgendein hier Unrecht antut, indem er den Gewalt antut, in irgendeiner Art und Weise, dann stehe ich da auch auf. Aber ihr seid doch auch so sehr für die Hamas, genau gegen dein Argument. Bist du denn genauso für meine Familie jetzt gerade am Zittern, wie ich es bin? Ja, natürlich, pass auf. Ein guter Freund von mir, seiner Familie, es gibt nur noch ihn, Nada. Den betreue ich hier in Hamburg noch. Ich habe mit ihm Autos gekauft und Sonstiges gemacht. Seine komplette Familie ist tot da unten, weil irgendwie vor 15 Jahren, 16 Jahren eine israelische Rakete auf das Firmengelände seiner Familie geknallt ist. Und nur noch er lebt. Er lebt hier in Hamburg. Guck mal, der Nachteil an Israel ist zum Beispiel, wie du schon gesagt hast, guck mal, die Palästinenser kriegen Solidarität von den Arabern, einfach weil da ein gewisser Verwandtschaftsgrad besteht. Richtig oder falsch? Jetzt ich gebe dir 100% recht. Die meisten, die irgendwann da geboren worden sind. Lass sie kurz ausreden, Carsten. Guck mal, und dafür bekommt ihr zum Beispiel als Israel immer die Solidarität der Europäer, des Westens und eigentlich der ganzen Welt, außer den meisten Moslems. Denn deren Solidarität war schon immer, nicht seit heute, mit den Palästinensern. Das heißt, guck mal, wir haben schon immer gesagt, ich habe gesagt, ja okay, tut mir leid, aber was mit Palästina, was ist mit Palästina? Das haben wir schon immer gesagt. Heute sind wir ein bisschen lauter, weil heute ist es einfach präsent. Und ihr kriegt halt die Solidarität, dass eure Flagge auf dem Brandenburger Tor ist. Aber unsere Solidarität gilt den Palästinensern und das muss man akzeptieren. Es geht um die Menschlichkeit, die Israel in diesen 70 Jahren dem palästinensischen Volk einfach nicht, also die hatten ja ihre Chance, das habe ich heute auch schon dreimal gesagt. Israel hat so lange gelebt in diesem Ort und hat kein einziges Mal Humanität gegenüber den Palästinensern gegeben. Und ganz ehrlich, wir haben Mitleid, das sind unsere Nachbarn, ich komme ursprünglich aus dem Libanon, das sind meine Nachbarn, ich habe Mitleid mit denen schon immer. Und natürlich
ist unsere Solidarität und auch eines muslimischen Menschen, egal aus welchem Land der jetzt kommt, der wird sagen, ja, okay, die Palästinenser haben heute mal was geschafft. Natürlich tun mir alle Opfer eines Krieges leid, das war schon immer so. Aber wenn man nicht neutral ist, und das sind die meisten Moslems einfach nicht, aufgrund, dass zum Beispiel Israel hat eine Vorgeschichte mit dem Libanon, Israel hat eine Vorgeschichte mit Syrien, mit dem und dem. Iran. Aber das ist doch menschlich nachvollziehbar. Also du musst mir jetzt nicht sagen, diese Kinder tun sich nicht leid. Natürlich diese Kinder leid. Aber über die spricht ja keiner von eurer Seite aus. Wer sagt das? Jetzt hast du jetzt. Ich sehe es überall. Keiner von euch, keiner von Muslim postet irgendwas über jüdische Opfer. Okay, super. Hast du was über palästinensische Opfer? Ihr seid doch der Aggressor. Ganz kurz, nein, hab's nicht gemacht, bin ich ehrlich. Ja, also warte, was erwartest du da? Weil ihr das alles schreibt. So versteht sich niemand. Ja, aber ganz kurz, warte, ich habe jetzt eine Gegenfrage gestellt. Ich habe die Gegenfrage gestellt, hast du mal was über palästinensische Opfer gepostet? Auf Instagram oder sonstigen sozialen Medien? Hast du nicht gemacht? Ja, hast du nicht gemacht? Also erwarte das doch nicht von den anderen. Lass mich doch den Grund nennen, weil ihr alle es schon tut. Ihr postet alle nur was auf einer Seite, aber für die andere Seite tut ihr das nicht. Und das weißt du, ja? Das weißt laberst du jetzt? Stopp, ganz kurz. Selbst bevor du gesagt hast, wir können eine Minute schweigen für die Opfer, haben hier Leute gelacht und alles und gesagt, machen wir nicht. Anushka, ganz kurz, eine Frage an dich. Eine direkte Frage. Die Leute Imam Push, ganz kurz. Ja, du hast auch nicht die Palästinenser geschwiegen, dann ist das doch auch deren Recht. Oder hast du mal für Palästinenser eine halbe Minute Schweigeminute gemacht? Wenn man mir sagt, haltet bitte für Palästinenser eine Schweigeminute, tue ich das aus Respekt zu den Opfern. Wenn aber man jetzt in diesem Live sagt, haltet eine Schweigeminute für die Opfer, die gerade in Israel als Zivilisten umgebracht wurden, wird dann gelacht. Daniela, ganz kurz, okay. Erwartest du also von mir, dass ich zu einem israelischen Premierminister, der gesagt hat, das ist mein Land, zu einer Frau, die ihm gesagt hat, das ist mein Haus, warum ist mir mein Haus weg? Es geht gar nicht darum, es geht um die privaten Menschen. Warum unterbrichst du mich, dass ich mal ausspreche? Es geht doch um private Menschen geht. Nichts private. Ich frage gerade eine normale Frage hier, eine ethische Frage frage ich hier. Wenn ein israelischer Premierminister sagt, das ist mein Land und die Araber haben kein Anrecht darauf und er würde sterben, soll ich für ihn dann eine Schweigeminute halten? Da gebe ich dir recht, aber es geht um die privaten Menschen. Okay, jetzt habe ich eine Frage an Anushka, ganz kurz, bitte. Auch Daniel, ganz kurz. Ich habe eine Frage an Anushka. Mir gefällt sowas gar nicht. Ich sage dir ehrlich, einfach in den Raum zu reden und zu sagen, du hast die Welt gerettet, das funktioniert nicht. Also nicht bei mir. Und das, was du gerade gemacht hast, du hast gesagt, wegen euch. Das heißt, du hast mich auch angesprochen. Und dass du jetzt sagst und behauptet hast, dass ich das nie gemacht habe und nicht gesagt habe, dass israelische Opfer, ja, auf der anderen Seite, die nichts damit zu tun haben, denen das getroffen hat, die absolut nichts damit zu tun haben, die auch nicht für einen Krieg sind, sondern für einen Frieden und sogar für einen Zweivölkerstaat, du hast mir gerade das Recht genommen, Nummer eins. Du hast über mich gelogen und du hast gerade etwas behauptet, was gar nicht die Wahrheit ist. Das heißt, für mich bist du eine Person, die absolut lügt und einfach irgendwas sagt. Wenn du eine Argumentation bringst, dann bitte ich dich, wirklich jeden Einzelnen abzufragen, wie ich das vorhin bei Daniel gemacht habe. Ich habe vorhin bei Daniel gefragt, hast du das vorher gemacht oder nicht? Sie hat ehrlich geantwortet und hat gesagt nein. Und erst dann habe ich geredet. Ich habe das nicht vorher gemacht, indem ich ein Vorurteil habe, und da ist das dieses Vorurteil, daher kommt das, und heutzutage wendet man das anders an, und ich bitte dich jetzt, Anushka, wenn du mal ehrlich bist, dich einfach mal bei mir zu entschuldigen, zu sagen, es tut mir leid. Okay, tut mir leid, dann habe ich mich falsch ausgedrückt, aber ich persönlich habe noch nie gesehen, dass ein Moslem irgendwas für die jüdische Opfer gepostet hat. Super, alles gut, nehme ich an, super. Das ist aber deine persönliche Meinung. Wie gesagt, der palästinensische Konflikt geht ein bisschen länger als seit gestern. Seit 1946. Ich habe sogar gesehen, dass sie die gedümmelt haben. Ich erinnere mich an das T-Shirt der Israelis, wo drauf steht, dass eine schwangere Frau, eine palästinensische schwangere Frau, One Shot for Two Kids, das Baby und die schwangere Frau. Sowas wurde gepostet, während die Palästinenser gedemütigt und ermordet worden sind. Und jetzt kommt mir Anushka, warum ich keine Solidarität mit Israel zeige. Wo war denn bitte deine Solidarität? Also, was können denn die Kinder also darf ich ein was, darf ich ja, ein was du kannst kurz doch sagen? Nicht ganz kurz, bitte, Carsten, bitte. Warte. Ganz kurz danach, ja, guck mal, du kannst aber auch nicht, da hat sie recht, ne, Anushka, du kannst nicht erwarten,
wenn ein anderer Staat, wie jetzt zum Beispiel Israel, hat auch nicht unbedingt was mit den normalen, mit der normalen Zivilbevölkerung Israels zu tun, mit den normalen Juden, aber wenn zum Beispiel irgendwelche Soldaten, aber wenn irgendwelche Soldaten zum Beispiel Kriegsverbrechen begehen, Massenverbrechen, Massenmorde an palästinensischen, an der palästinensischen Zivilbevölkerung, an palästinensischen Kindern, an Menschen, warum willst du dann erwarten, verstehst du, das ist, ergibt ja gar keinen Sinn. Es geht aber nicht um die Soldaten, es geht doch um die Opfer, wie Kinder, Frauen. Die ja, aber es geht doch, er hat ja, doch aber dann sollst du doch nicht erwarten, guck mal, sonst, wenn das palästinensische Volk so viel leiden musste, warum erwartest du dann, dass die palästinensischen Moslems irgendwas auf Instagram posten mit Mitleid für jüdische Opfer? Kann ich doch verstehen, dass sie das nicht machen, die aber haben ganz andere Sorgen. Aber warum erwarten wir das dann von anderen? Anushka, wer erwartet das von anderen? Anushka, ja, weißt du, wer das macht? Weißt du, wer Solidarität mit den Palästinensern macht? Das macht jeder freiwillig. Denkst du jetzt wahrscheinlich auch die Hamas hier vor meiner Tür mit Waffen und sagt, poste das über Palästina? Ganz das bestimmt nicht. Wir machen das alle aus freien Stücken. Warum? Weil wir Solidarität haben. Ich möchte mich kurz verabschieden. Ich gehe jetzt langsam, aber danke auf jeden Fall für das Live und für die interessanten Sichtweisen. Also ich glaube, in meinem Umfeld gibt es nicht solche Sichtweisen. Deswegen war es schon für mich interessant, das auch mal von dieser Perspektive zu sehen. Und beim nächsten Mal hoffe ich auch, dass du dich für andere Zivilisten einsetzt. Auch wenn es bei dir natürlich gerade mehr weh tut, ist logisch. Aber bitte auch für andere. Na, mir tut es sehr weh. Ja. Aber wir hoffen einfach bei mal. Bei mir auch, 75 Jahre. Tut auch weh. Wir hoffen. Ja, Daniela, wenn ich mich vorher nicht verhört habe, hast du gesagt, dass auf Familie, so viel ist keine private Frage stellen, aber auch, dass deine Familie teilweise jetzt von den Eingriffen gestern betroffen war, oder? Nicht meine Familie, sondern meine Bekannten, ja. Ah, Bekannten, okay. Ja, dann natürlich, wir beten auch für deine Verwandten oder Bekannten. Also meine Verwandten sind dort, meine Freunde sind dort und ja. Bekannte wurden umgebracht, ja. Ja, dann beten wir für sie natürlich und wünschen dir und deine Bekannten viel Kraft und vielen dass Dank. Ihr Sicherheit findet. Vielen Dank. Hey, junge Dame, niemand meint das Böse. Das ist jetzt ein Krieg. Damit haben wir nicht gerechnet. Wir haben jetzt schon einen beschissenen Krieg. Ukraine, Russland. Jetzt der nächste Krieg. Damit hat keiner gerechnet. Ich hoffe einfach, es ist schlimm. In beiden Ländern. Ich hoffe, dass es irgendwann, vielleicht nicht in naher Zukunft, aber vielleicht in 100 Jahren zu einem friedlichen Ende kommt und dass dieser solange die IDF noch in dem Staat Israel drin ist, wird es keinen Frieden geben. Die IDF, ich glaube, die ist das bekannt, wer die IDF sind. Das. Ja, Allah hat mich gefreut. Tut mir leid, ich musste kurz alles stummen, damit ihr mich hört. Aber ich bin jetzt schlafen. Inshallah reden wir morgen wieder darüber. Ich gehe auch gleich schlafen. Ich werde jetzt nur kurz ein paar Worte sagen. Ich habe nie wieder Krieg im Kopf. Ich möchte nie wieder in einen Krieg gehen. Und alles, was jetzt gerade passiert, das ist unglaublich. Ich möchte noch nicht mal mehr Nachrichten schauen. Ich wünsche euch alle noch eine gute Nacht. Gute Nacht.